Andi, bei FIFA 21 kannst du alles. Ja? Aber hier auf dem Platz nicht wissen, wo der Ball ist. Fragen sich jetzt einige, warum stehe ich hier auf dem Platz? Mainz gegen Schalke wird am Wochenende auch angepfiffen. Dem ist Amateursport auf ganz hohem Niveau. Stefan, kannst du bitte auf Sieg spielen? Oder kann ich morgen in Gazetten wieder lesen? Das war ein ganz, ganz wichtiger Dreier. Stefan, 35, Mittelfeld, kommt gerade aus dem Bordell. Und dann dem Wunder von Schalke gegen Schweinfurt, ne? Erster Pflichtspielsieg nach dem 3-2 Hertha, auch Pokal, 9 Monate, Schweinfurt. Hör mal, das interessiert keine Sau. Dann heißt es immer, der Knoten ist geplatzt. Ich habe noch nie einen Knoten platzen gesehen. Schalke bindet seine Schuhe wie so ein Erstklässler. Immer noch mal einen Knoten oben drauf. Oder wie bei WhatsApp. Wenn du eine Nachricht archivierst, heißt das noch lange nicht, dass das Problem gelöst ist oder das Ding gelöscht ist. Was ich damit sagen will, geh mal Altglas entsorgen, Schalke. Kriegst zwar keinen Pfand, aber ein bisschen Ordnung in der Mannschaft. Dem Einkaufspolitik von dem Heidel war doch damals so, wie wenn ich von meinem Gutron so eine Einkaufsliste für den Supermarkt kriege. Ne? Da nehme ich auch einen Wagen, fahre durch den Aldi, guck da drauf, schmeiß alles rein und hoffe, dass am Ende was dabei ist. Sag mal, Männer! Ist hier neben 16er Lava oder was? Oder warum kommt hier keiner über die Mittellinie? Und in die Champions League hier wie im Davis Cup, ey. 0-6-2-6. Gladbach gewinnt 0-6 bei Schicht im Schacht Donetsk. Hermann! Du bist bei uns auch mehr in der Mannschaft, so die Mozartkugel. Also mehr Kugel als Mozart, ne? Immer richtig rund und schön Schokolade im Mundwinkel. Ja, und die Bayern, Kantersieg nach Rückstand, ne? Noch 6-2 in Salzburg gewonnen. 14. Champions League-Sieg unter Flick, ey. Gab aber natürlich nur ein Thema. David Alaba, Verhandlung, ne? Irgendwie 5 Jahre pro Jahr soll er 17 Millionen bekommen. Ja, kann man mal machen, ne? Victor! David Alaba, was ist das denn jetzt? David Alaba, David Alaba. Ja? Servus, Papa, Uwe, hier ist der David Alaba. Ja, Glück auf. Ja. Uwe, ich möchte mich einfach rehabilitieren und wieder Fußball spielen. In Bayern haben sie mich verarscht. Mir geht's doch nicht ums Geld. Dem habe ich gemerkt. Du kannst doch nicht den erfolgreichsten Verein in Deutschland auspressen wie eine Zitrone. Ja doch. War ein Spaß, kannst du schon. Hätte ich auch gemacht. Da wo der Präsident schon mal im Knast war, da kann man auch noch ein bisschen mehr rausholen. Ich will endlich wieder ich sein. Ja komm rum, bei uns bist du nicht die 27, sondern der David. Schmeiß doch was in die Mannschaftskasse, in 10er, also 10 Millionen und Kiste Pilzke nicht vergessen. Ne? Sehen wir uns gleich. Ja super, das klingt doch leiwand. Was? Leinwand? Egal, komm rum. Chickens. Ey, Aki, komm schon mal runter, der David kommt gleich. Ferdinand, Ballbesitzfußball heißt nicht, dass du die Pille nimmst und wegrennst. Und in der Bundesliga, da interessiert am Wochenende nur eine Partie. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Laufen da die beiden Physios auf dem Platz auf, dann heißt es auch, Tradition verbindet. Nicht. Das sind auch so zwei Städte, wo Hase und Igel nicht gute Nacht sagen, sondern komm, lass mal woanders hinziehen. Andi, kennst du Konstanz? Ja, kennst du Konstanz? Das ist für dich auch nur eine Stadt am Bodensee. Ja, BVB gegen Bayern ist natürlich der deutsche Klassiker, ne? Hier mit Hummels, geiler Typ. Vielleicht wieder Doppelpack, ist ja ein richtiger Knipser geworden. Geil, bei seiner Verletzungsauswechslung gegen Bielefeld hat er gesagt jetzt, ja, für Muskelfaserriss ist er zu langsam. Weil bei mir ist es so, für meine Jungs ist der Ball immer zu schnell. Victor! David, mal, was ist das denn jetzt? David, oh. Mensch, David, komm ran da! Ja, Uwe, hier ist Lucien Favre. Vielen Dank, dass dem David Alaba jetzt bei euch spielt. Habe ich eine Sorge weniger, Uwe? Ich habe eine Frage zur Taktik gegen Bayern. Ja komm, mach, hier läuft gerade Spiel. Soll Mats Hummels mit Haaland in den Sturm? Ja sicher, ich verstehe die Frage nicht. Ne? Hier, Hummels und Haaland, ey, das sind doch Brüder im Geiste. Dem Hummels hat ja jetzt schon genauso viel Tore geschossen wie Schalke insgesamt. 3. So, tschückens. Boah, dem Favre, dem ist auch nicht mehr zu helfen, ey, echt. Der sieht immer aus im Gesicht wie ein Kind, das an Halloween irgendwie keine Süßigkeiten bekommen hat, aber zu viel Kaffee getrunken hat. Uwe, das habe ich gehört. Ja, Lucien, das... Ja, pass auf. Bei dir, das ist so wie früher bei Olli Neuville. Das ist ja... Dat, ja, komm,